kleines sechsjähriges Mädchen erstmal in Handschellen abführen. Aber ich hatte danach so ein schlechtes Gewissen, Leute. Ich musste einfach die Polizei rufen. Wurdest du schon verhaftet? Nö. Ich denke nicht, weil du bist ja wahrscheinlich noch relativ jung. Und in Deutschland können, glaube ich, keine Kinder verhaftet werden. Aber ich glaube, in Amerika ist das so, dass Kinder verhaftet werden können. Also das, was ich jetzt so ein bisschen hier wahrgenommen habe, ist, das werden ganz andere Sitten hochgefahren, aufgefahren. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So hochgefahren, wie ich gerade hochfahre. Freunde der Sonne mit viel Wonne. Bah. Erstmal übergeben. In diesem Video, Freunde, geht es um Kinder, die verhaftet werden, Leute. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Und ihr solltet diesen Kanal abonnieren. Unter diesem Video ist ein kleiner Button, da könnt ihr einmal raussmashen. Und zur Margang join, Leute, weil wir sind die Margang. Ich bin ein Margo, dieser dumme Junge hier. Ich muss ein bisschen Wasser trinken. Es geht ins Video. Okay, Freunde, es geht ins erste Video. Und zwar hier wird gerade eine Sechsjährige von zwei Polizisten festgenommen. Okay, Leute, es ist auf Englisch. Ich habe verstanden gerade, wie heißt du? Nein, aber es ist natürlich in Amerika gefilmt, Freunde. In Handschellen wird sie aus ihrer Schule abgeführt. Kleines sechsjähriges Mädchen, erstmal in Handschellen abführen. Natürlich weint das Mädchen in Orlando. Das Mädchen befürchtet, dass sie jetzt in den Knast muss. Komm over here. Die Erstklässlerin Kaya Roll ist völlig verstört, als zwei Beamte vor ihr stehen. Oh mein Gott, also ich glaube, Leute, dass es einfach nur eine Lektion für das Mädchen ist, dass sie sich irgendwie schlecht benommen hat, Leute. Und damit sie das nie wieder tut und einmal so einen richtigen, ich sag mal, einen kleinen Schock fürs Leben bekommt, wurde sie von Polizisten abgeführt. Wenn der kleine Scheiße El Mago damals abgeführt werden wollte, als ich klein war, ich wäre nicht mal auf mein Leben gekommen, klargekommen. Ich habe schon Angst gehabt, unangeschnallt Auto zu fahren. Ja, weil ich dir gedacht habe, die Polizei guckt gleich jederzeit durchs Fenster. Wenn ich mit der Polizei abgeführt werde, ich hätte geheult. Klein Mago hätte geheult. Okay, die kleine Kaya soll tatsächlich einen Wutanfall gehabt haben. Und laut des Schuldirektors und weiteren Angestellten durfte sie in der Klasse keine Sonnenbrille tragen. Okay, Freunde, ich glaube, das Ding ist so, dass sie in der Schule saß und eine Sonnenbrille getragen hat, weil sie so übermüde war, weil sie Schlafstörungen hat. Und dann hat die Lehrerin sie gebeten, bitte zieh die Sonnenbrille ab, benimm dich. Und dann hat sie die nicht abgenommen, hatte einen Wutanfall, ist durchgedreht und dann wurde die Polizei angerufen und die Polizei hat das Mädchen abgeführt. Und das sollte auf jeden Fall, glaube ich, für sie eine Lektion werden. Aber die Polizei hat sich danach trotzdem bei der Sechsjährigen natürlich entschuldigt und auch bei der Familie entschuldigt, weil das natürlich ein bisschen zu weit ging. Ja, wie gesagt, wenn der sechsjährige Scheiße El Mago verhaftet worden wäre, das wäre nicht gut ausgegangen, ja? Ja. Im Villenviertel, der nächste Fall für Polizeioberkommissar Gernot und seinen jungen Kollegen Stefan. Guten Tag, Sie haben uns angerufen. Ja. Worum geht's denn? Also dieses Kind. Was für ein Kind? Das nervt seit Stunden. Ah, ja, ganz echte Aufnahmen hier, Leute. Echte Polizeiaufnahmen natürlich hier. Nein, Freunde, natürlich ist das hier so geskriptet. Aber, Freunde, natürlich, das Kind nervt. Dann ruft man natürlich erstmal die Polizei ein. Ja, was bleibt jetzt übrig? Natürlich muss das Kind natürlich verhaftet werden. Ja, kannst du dich mal drum kümmern vielleicht? Na ja, komm. Also wegen solchen Lappalien werden wir immer gerufen. So. Aber jetzt glaube ich wirklich, Leute, dass die Polizei wegen jedem kleinen Unfug gerufen wird heutzutage. Alle rufen auch sofort wegen jeder Kleinigkeit die Polizei. Du. Ich habe in meinem gesamten Leben einmal die Polizei gerufen. Ein einziges Mal. Ich werde dir mal was Kleines erklären. Und das war, Leute, als ich noch woanders gewohnt habe, Freunde, da waren so zwei Dudes vor meiner Tür. Und die haben gesagt, die sind von der Telekom und so. Und haben mich komplett ausgefragt, was ich beruflich mache und blibablub und wo steht denn der Ruder, können wir kurz reinkommen? Und ich so, nee, können sie nicht. Ich bin nicht interessiert und so weiter. Aber die haben richtig viel Informationen über mich rausbekommen. Und die sahen auch nicht so professionell gekleidet aus. Und dann sind die weggegangen und dann habe ich halt gedacht, das sind irgendwelche Einbrecher, die nur kurz abchecken, ob man da gut einbrechen kann, ob sich das lohnt. Hab die Polizei gerufen, die haben die dann auch überprüft, Leute. Und es waren tatsächlich Mitarbeiter von der Telekom, also war Fehlalarm. Also ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Ich habe auch schon mal unnötigerweise die Polizei gerufen, aber ich hatte danach so ein schlechtes Gewissen, Leute. Ich musste einfach die Polizei rufen. Man soll nämlich gar nicht mit solchen Pistolen auf Menschen zielen. Auch nicht, wenn es eine Spielzeugpistole ist. Das darf man nie machen, auch nicht auf Leben. Der Kleine macht einfach weiter, natürlich. Leg doch mal. Ja, toll. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommst du mal hier hin, die Waffe runter. Komm hin, zu dir rüber. Ganz langsam. Na, das klappt ja wohl schon besser, oder? Stell dich da mal an den Zaun. So, und jetzt. Okay, das ist. Leute, es ist nur gespielt. Es ist alles geskriptet. Keine Sorge, hier wird kein Kind echt verhaftet. Bist du so stehen? Waffe auf das Kind zielen, bist du wahnsinnig. Ob ich das kann. Und ob ich das kann. Mensch, bei dir hat's ja.
Ihr Vater weiß, dass Kriegsspielzeug Gewalt aufbüren, dass Menschen nur dann... Der verhaftet jetzt einfach das kleine Kind. Dich bedeutet, ja, da bist du fertig mit der Welt. Und dann gibt's noch was Geiles. Ich bin noch nicht fertig mit der... Dazu. Okay, ich glaube, er hat etwas übertrieben, Leute. Das war so im TV. Kinder für mich auch nicht nur kleine Menschen, sondern in erster Linie mal Kleinkriminelle. Ja, Kinder sind nicht Menschen, sondern Kleinkriminelle. Hallo Leute. Hi. In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte eines 9-jährigen Autisten, der tatsächlich in seiner Schule verhaftet wurde. Okay, nächste Story, Leute. Ein 9-jähriges Kind wurde verhaftet. Von Kinderverhaftung hat man bei uns wohl eher seltener gehört. Doch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist auch dies möglich. So geschehe mit dem 9-jährigen Devin Shepard. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal, glaube ich, ein Video gemacht. In Amerika gibt es tatsächlich Aufnahme von Saddam. Da sind die ein bisschen entspannter, sage ich mal so. Devin wurde in seiner Grundschule der Needham Elementary School verhaftet. Die Polizei gab als Begründung an, sich lediglich an das Protokoll zu halten. Demnach ist die Verhaftung von Devin nicht gegen das Gesetz, sondern die strikte Ausführung der Gesetzestexte. Es muss doch deutlich im Gesetz stehen, dass die nicht strafbar sind, 6-jährige Kinder. Die sind doch gar nicht, die können doch gar nicht genau reflektieren, was die tun. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall. Man wird ja strafen, wenn ich glaube ich mit 14 oder so. Bekannt wurde die Geschichte durch Devins Vater, welcher die Festnahme filmte und damit an die Öffentlichkeit ging. Doch wie kam es überhaupt zu der Festnahme? Was muss ein 9-Jähriger tun, um in seiner Grundschule verhaftet zu werden? Grundschule, 3. Klasse. Mit 6 wird man eigentlich 3. Klasse. Erstmal verhaftet. 3. Klasse, Polizei stürmt den Klassenraum. Klein Devin, erstmal mitkommen. Mit Handschellen, ab aufs Revier. Ich meine, der ist 3. Klasse, Leute. Da war eine Prügelei zwischen Devin und einem seiner Mitschüler auf dem Schulhof. Okay, Freunde, kurzer Sprung. Also, Devin hat sich ein bisschen gestritten auf dem Schulhof mit anderen Mitschülern. Die haben sich ein bisschen getriezt, dies, das und jenes. Und jetzt geht's weiter. Mehrere Tage angehalten haben. Doch während Devin sich an den anderen Tagen zurückhielt, gerieten an diesem Tag seine Emotionen außer Kontrolle. Er schaltete in den Verteidigungsmodus, setzte sich zur Wehr und schlug zurück. Okay, also Devin hat sich sonst kaum gewehrt und an diesem Tag hat er sich mal einmal gewehrt. Die Prügelei musste schließlich von 2 Lehrern beendet werden. Dabei schlug Devin einen der Lehrer, woraufhin die Schule die Polizei rief, da sie glaubten, die Situation nicht unter Kontrolle zu bekommen und andere Schüler gefährdet sahen. Ach krass, ey, das ist ein 9-jähriges Kind. Das hat einfach nur den Lehrer in der Wut geschlagen. Augenzeugen zufolge soll Devin außerdem den Jungen und eine Lehrerin gewürgt haben. Devins Vater jedoch gab an, dass sein Sohn sich schnell wieder unter Kontrolle hatte. Natürlich, das ist mal, ey, als Kind, ey, ich hatte auch Ausraster. Wir haben uns auf dem Fußballplatz auch geprügelt. Wir haben uns, das ist normal, so bin ich aufgewachsen. Also, das ist, wenn es natürlich Überhand nimmt und ihr wisst, das ist alles, die Sachen, die sind nicht okay so, aber dass man sich mal ein bisschen geneckt hat als Kind, das ist ganz normal. Soll halt nicht nur Überhand nehmen, so, ne, und... Da, als er bemerkte, dass seine Emotionen mit ihm durchgebrannt sind. Doch in diesem Moment war es bereits zu spät. Die Polizei rückte an und die gesamte Schule wurde für den Einsatz geschlossen. Die Polizisten nahmen Devin fest und führten ihn in Handschellen ab. Die Begründung lautete Körperverletzung. In Handschellen? Ein 9-jähriger Junge wird mit Handschellen aus dem Klassenraum geführt. Verletzung und Gewaltkriminalität. Sichtlich erschüttert von den Ereignissen sieht man Devin weinen, auf dem Video seines Vaters. Ja, natürlich weint er, der ist 9! Sein Vater wurde nämlich zeitgleich mit der Polizei in die Schule gerufen, um seinem Sohn beizustehen. Der arme Junge! Das Schockierende an diesem Fall ist, dass alle Beteiligten wussten, dass Devin ein Autist ist. Und dementsprechend Situationen wie diese auf dem Schulhof anders... Also er ist sogar noch Autist, Sünde! ...arbeitet und in solchen Situationen besonderen Schutz und Fürsorge benötigt. Ja, natürlich! Wie unbegründet die Verhaftung war, zeigt das weitere Verfahren der Polizei. Nach sehr kurzer Zeit in Gewahrsam entließen sie ihn wieder. Ja, also es wäre auch ein bisschen übertrieben, wenn er jetzt noch in den Knast kommen würde. Also so weit kommt's noch. Junge, das gibt's doch gar nicht hier. Was müssen wir uns hier schon wieder geben? Was denkst du? Hat sich der Junge richtig verhalten? Und was sagst du zur Aktion der Polizei? Schreib's mir jetzt. Nein, der Junge hat sich nicht richtig verhalten. Man tut keinen anderen Menschen weh und man schlägt auch keine Lehrer oder sowas. Aber das kann mal vorkommen, so dann kriegt der eine Sozialstunde beim Hausmeister, der macht da ein bisschen den Schulhof sauber, dann ist gut. Da muss nicht die Polizei kommen und den in Handschellen abführen. Freunde, machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magangster, an das Kanalmitglied Super Adrian, Konstantin, an Steinbach, Luna Maria, an Julia Scheibel und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar, Leute. Ihr wisst ja langsam, wie es geht, Leute. Die Zeit ist hier nicht vorgespult, Leute. Ihr seht das Video in Echtzeitgeschwindigkeit. Ich rede gerade nur ein bisschen schnell. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin ein bisschen aufgedreht, Leute. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Lasst jetzt einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst vor allem ein Abo da, Leute. Abonnieren kannst du auch ganz schön einfach hier unten. Hier siehst, kommst du auch zu meinem Merchandise-Shop, Leute. Checkt den Merch ab. Hier seht ihr zum Beispiel Löwen-Merch. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Euer El Margo.